Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing-Hardware-Video. Ich weiß noch nicht, ob ich zwei Videos mache, aber ich denke mal, eins reicht. Ich habe jetzt die neue 4K-Karte, seht ihr sie, von Avamedia. Das ist die GC573 Live Gamer 4K. Die gibt es auch als externe Möglichkeit zum Anschließen mit einem USB 3.0. Ich empfehle euch aber die interne, wenn ihr einen PC habt. Erstens, hier geht 4K HDR. Nicht nur wie bei Elgato 4K HDR Pass-Through, das praktisch reingeht, auf der anderen Seite rausgeht und Aufnahmen sind mit bis 4K möglich. Nein, hier könnt ihr 4K aufnehmen und sogar 4K mit HDR aufnehmen. Und natürlich geht 4K HDR auch wieder durch den Ausgang raus. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, wisst ihr ja, dass ich damit schon eine ganze Weile aufgenommen habe und ja, mein PC kaputt war und dadurch meine Karte kaputt war und einige Sachen kaputt waren. Ich hatte dann eine neue gekriegt, die auch defekt war. Also die PC-Firma hat das bestellt, die war defekt. Die hat halt praktisch, was drin kam, war okay, aber die hat kein Signal rausgesendet oder nur unregelmäßig ein Signal rausgesendet über den Ausgang. Und dadurch konnte ich nicht auf dem Monitor was sehen und das war dann halt sehr von Nachteil. Oh Gott, ich mache euch mal runter, dass ihr sehen könnt. So. Ich wollte ja da auch ja noch ein Video machen, eine Tutorial-Reihe, aber ging ja nicht, weil Karte kaputt. Jetzt haben wir hier einen schwarzen Karton, da steht Avamedia. Alles andere ist schwarz. Jetzt öffnen wir das einfach mal. So. Und da haben wir hier die Capture-Karte. Könnt ihr die sehen? Ja. Die lasse ich auch noch eingepackt. Die ist in diesem, ja, in dieser Folie gegen, wie bei Festplatten, gegen Aufladung und so. Ach Quatsch, packen wir mal aus. Nee, ich habe nasse Hände, ich kann jetzt nicht auspacken, oder? Dann doch. So ein bisschen. So. Ich muss aufpassen. So. Und das ist er. Die wird da angesteckt. Und Avamedia sagt, die muss an einen großen Steckplatz. Also da, wo auch eine Grafikkarte reinkommen würde. Hier könnt ihr sehen, da leuchtet es. Da kann man leider nicht so viel einstellen, nur zwei, drei Sachen. Also die Schnelligkeit kann man einstellen und dauerhaft und Farbwechsel und noch irgendwie Rainbow oder so. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Oder dass man so einstellen kann, dass es bunt ist, aber wenn ich aufnehme, nur rot. So, dann ein HDMI-Kabel. Der ist mit bei. Der ist auch ein ziemlich dicker. Den brauche ich auch nicht auspacken jetzt. Seht ihr das? Der ist auch 4K HDR-fähig natürlich. Dann haben wir hier den Code. Für, wartet mal, das muss ich dann so machen. So. Das ist der Code für Power Director 15. Produkt-K-Karte. Also das ist nicht das normale PowerDirect 15, das ist so eine spezielle, abgeänderte Version. Da gibt er den Code auf der, von wem ist das? Ich weiß nicht, wie die Firma jetzt heißt, komme jetzt nicht auf den Namen. Da gibt er den einen und dann könnt ihr euch das runterladen. Ist, sage ich gleich was dazu. So, dann haben wir hier noch eine Karte und da steht dann halt drin, dass was HDMI Eingang ist, was HDMI Ausgang ist. Ja, kann ich euch mal zeigen. Ja. Und auf der zweiten Seite halt, welcher Anschluss was ist und so. So, die werde ich nämlich auch gleich einbauen. So. Oh Gott. Ja, PowerDirect 15 ist Kacke. Kann ich euch so direkt sagen, es ist Kacke.
So an sich funktioniert es ganz gut. Einstellen alle drum und dran. Am Anfang hat man ein bisschen Probleme, sich da zurechtzufinden. Aber ich finde es kacke. Man kauft, also meine erste Avamedia, die ich damals gekauft habe, hat ja 300 oder über 300 Euro gekostet. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Was die PC-Firma jetzt dafür bezahlt hat, weiß ich nicht. Das lief alles über die Versicherung. Bei der zweiten musste ich jetzt hier nochmal 31 Euro dazu zahlen, obwohl die Versicherung ja schon gezahlt hat, weil die neue jetzt teurer ist als die alte, weil der Preis sich geändert hat irgendwie. Das reiche ich aber auch bei der Versicherung ein. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Aber wenn ich eine 4K-Karte, Capture-Karte kaufe, 4K mit HDR, und damit streamen funktioniert richtig geil, aufnehmen funktioniert mit der hauseigenen Software auch richtig geil, kann ich wirklich nicht anders sagen. Es läuft gut. Aber dann bitte, bitte pack doch auch ein Videobearbeitungsprogramm mit dazu, was 4K und HDR kann. Weil das, was hier mit bei ist, dieses PowerDirect 15, ist kacke. Das kann kein 4K, das kann HDR. Kann kein HDR. Das kann 1080p und ich glaube, eventuell kann es sogar, da bin ich mir aber nicht so sicher, 4K, aber kein HDR. Also das ist, ich weiß nicht, das weiß ich nicht. Wenn ich eine 4K-HDR-Karte kaufe und da die schon anbieten, dass eine Software mit bei ist, dann würde ich doch wenigstens sagen, ey, dann machen wir wenigstens 4K-HDR mit dazu, weil dann können sie 4K-HDR aufnehmen und das auch bearbeiten. Und das ist kacke. So, und das steht aber auch nirgendwo. Im Kleingedruckten oder allgemein steht da, dass man ein Bearbeitungsprogramm dazu kriegt. Und jeder, der früher schon die Capture-Karten hatte, ich hatte Hauptaug und so, das ist ja nicht meine erste Avamedia, ich hatte ja schon damals mal eine zum Testen und so, dann ist man das gewöhnt, man kriegt halt immer eine Software dazu. Hauptaug hat auch seine eigene Software, da kannst du aufnehmen, da kannst du Videos schneiden, bearbeiten, alles drum und dran. Ja, aber hier, da bist du begrenzt, kannst du nur 1080p, 4K vielleicht noch, aber kein HDR und das finde ich scheiße. Da müsste man sich was einfallen lassen. Aber so, technisch ist die toll. Technisch einwandfrei. Ich kann 4K aufnehmen, ich kann 4K HDR aufnehmen. 4K HDR kann ich aber nur, wenn ich meine Kamera nicht einblende, aufnehmen. Wenn ich mit Kamera mache, geht nur 4K. Und YouTube hat bei mir auch Probleme mit 4K HDR. Da sagen sie, dann spinnen sie auch rum. Man kann die Videobitrate einstellen und alles drum und dran. Es läuft wirklich exzellent. Es ist wirklich eine richtig geile Karte. Aber die Software, die mit bei ist, mangelhaft. Sehr, sehr mangelhaft. Also da muss verbessert werden. So. Das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, konnte euch ein bisschen helfen. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wären, Träumchen. Wie gesagt, jetzt ist er wieder da. Jetzt muss ich gucken, wie ich es schaffe in der nächsten Zeit. Ich habe ja noch ein paar Projekte laufen, dass ich da dann die Tutorial-Reihe dann bald mal machen kann. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Däumchen wären, Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.